getting exciting. Na, dann bin ich mal gespannt. Aber zunächst einmal ein fröhliches Hallo an alle Freunde der virtuellen Unterhaltung. Heute gibt's mal wieder ein frisch angezockt von mir. Und mein drittes jetzt insgesamt. Und es ist diesmal kein Horrorspiel. Der ein oder andere wird das jetzt vielleicht also als langweilig empfinden oder auch nicht. Ich weiß noch nicht, was mich jetzt erwarten wird. Ich habe mir jedenfalls ein ziemlich interessantes Spiel dafür rausgesucht, würde ich mal einfach sagen. Dragon Ball Revenge of King Piccolo. Und jetzt legen wir hier mal einen neuen Spielstand an. Auf meiner Wii, genau. Und Intro. Okay, ich halte erstmal meine Klappe. Schönes Intro. Also mir hat's bis hierhin jetzt schon mal gefallen. Mal gucken, was jetzt noch kommt. So, dazu sollte ich vielleicht noch sagen, im Vorfeld, ich habe nie einen Dragon Ball Manga gelesen. Allerdings habe ich mir den Anime ziemlich komplett angeguckt. Also alle Folgen von Dragon Ball, alle Folgen von Dragon Ball Z. Und jetzt haben wir hier Auswahl, gucken wir mal ganz kurz in Optionen, ob da irgendwas ist, aber das sieht mir alles relativ unwichtig aus. Okay, ja, dann gehen wir doch einfach mal in den Abenteuermodus und stellen fest, dass wir nur die Stufe 1 anwählen können, die Red Ribbon Armee. Gut, dann gehen wir doch einfach mal bei 1-1 rein. Ja, wie gesagt, also alle Folgen von Dragon Ball gesehen, alle Folgen von Dragon Ball Z und auch ein paar Folgen von Dragon Ball GT. Ich kenne mich mit der Materie also relativ gut aus, würde ich jetzt mal sagen. Und okay, erzähle. Legendary gems that grant any wish to the one who collects them all. After meeting Bulma in his mountainside home, Goku went on a fantastic journey to discover the Dragon Balls. A year later, he sets off again to find the four-star Dragon Ball, a keepsake of his grandfather's. Ja, dieses Spiel beschäftigt sich also mit der, von der Handlung her, so ziemlich mit der Anfangszeit von Son Goku, dem Hauptheld der ganzen Dragon Ball Geschichte. Nachdem er also die ersten Abenteuer überstanden hat und viele gute Freunde gefunden hat, macht er sich jetzt wieder auf die Suche nach den Dragon Balls. Und wir haben jetzt hier noch mehr Intro. Colonel Silver, good morning, sir. Enough good mornings from you. Get to work. Yes, sir. Commander Red wanted to know what's causing our delay. Work harder, people. Brown's team already found theirs. You've got to find it, or else you're all dead. Yes, sir. Curse these Dragon Balls. Ja, diese beiden Typen gehörten zur Red Ribbon Armee, dem vornehmlich ersten Gegner hier in diesem Spiel. Und jetzt sehen wir auch zum ersten Mal wirklich unseren Haupthelden. Okay, I'm here right now.
All right. It's close by. There it is. Okay. Here goes. Übrigens die Originalsprecher aus dem Anime, zumindest laut Spieleverpackung. Und die kommen mir auch relativ bekannt vor. So aus anderen Dragon Ball Spielen. Wie wir jetzt aber feststellen, hat es für das eigentliche Spiel mit den Synchronsprechern anscheinend nicht mehr gereicht. Gut, wir sehen jetzt also hier Son Goku, wie er von einigen netten Leuten erwartet wird. Bringt ihn zu Colonel Silver. Okay, gut, das wollen wir natürlich nicht, deswegen setzen wir uns jetzt einfach mal zur Wehr. Und laut Tutorial haben wir jetzt erstmal hier die A-Taste zum Angriff und mit B springen wir. Ich spiele übrigens mit dem GameCube-Controller. Bei dem Spiel hat man verschiedene Steuerungsmöglichkeiten zur Auswahl. Das heißt, man kann das Spiel mit Wiimote und Nunchuck spielen, mit dem Classic-Controller oder eben mit dem GameCube-Controller. Und ich habe mich jetzt einfach mal spaßeshalber für den GameCube-Controller entschieden. Und Son Goku hat sich offensichtlich ein paar Dinge von Super Mario abgekupfert. Ja, also springen und A, dann macht man eine Stampfattacke. Okay, höchst interessant. Gut, und wir stellen fest, dass dieses Spiel eine Art, ja, besseres Jump'n'Run in dem Sinne darstellt. Wir laufen von links nach rechts und treffen bei solchen Events anscheinend auf irgendwelche Gegner und lernen hier jetzt nebenbei noch die Steuerung. Okay. Gut, und wenn wir jetzt Y drücken. Ah, okay, interessant. Hat jetzt natürlich so ein bisschen was von den guten alten Final Fight Spielen in dem Sinne. Man rennt so ein bisschen die Straße entlang, trifft auf ein paar Gegner und dann muss man erstmal alle Gegner in dem Gebiet ausschalten, bevor man weitergehen darf. Und viel mehr wird es in dem Spiel wahrscheinlich auch gar nicht werden. Also ich hab ein oder zwei Reviews für das Spiel bisher gelesen. Und die sind durchweg durchschnittlich aufgefallen in dem Sinne. Also das Spiel ist jetzt wohl nichts ungemein Besonderes. Oh, jetzt haben wir nochmal Kamehameha ausprobiert. Das Spiel ist wohl in dem Sinne nichts wirklich Besonderes, aber es ist okay für das, was es eben will. Ein nettes, kleines Prügel-Jump'n'Run. Und wir laufen jetzt erstmal hier ein bisschen weiter und hauen den ganzen Tiergestalten noch ein bisschen auf den Kopf herum. So, nebenbei können wir noch die ein oder anderen Sachen hier einsammeln, wobei ich noch nicht genau weiß, wofür das sein soll. So. Und weiter geht's. Kisten können wir auch kaputt machen. Okay. Jetzt haben wir irgendwas eingesammelt für die Leiste da oben. Mit voller Kiezeiger hast du Spitzhand. Drücke X für ein Kamehameha. Okay. Drücke X während einer Kombo für ein. Für eine Kamehameha. Ja, gut. Kamehameha. Tata. Macht natürlich nur Sinn bei Gegnern, die direkt vor einem stehen. So. Bei dem können wir doch erstmal Y drücken. Genau. Ah ja. So, drücke beim Springen A für einen Sprungangriff. Okay, das hatten wir schon selber rausgefunden in dem Sinne. Der wurde betäubt, den können wir dann nochmal angreifen. Gut, und dann hüpfen wir doch einfach mal weiter. Hier geht's auch durch. Der Gebietswechsel sah jetzt ein bisschen komisch aus, aber okay. Leere Gesundheitszeige endet das Spiel. Welche Überraschung. Drücke R für eine Abwehr. Okay. Drücke R für eine Abwehr. A für einen Konter. Probieren wir aus. Ich drücke jetzt R. Aber irgendwie. Irgendwie weiß ich jetzt nicht, wie das mit dem Konter funktionieren soll. Egal. Dann verhauen wir die Gegner doch einfach mal so. Zack und zack und zack. Und dann hätten wir auch das hier erledigt. Gut, und weiter geht's. Anvisieren Y, okay. Ah, dann können wir uns an diese Teile da ranziehen. Gut, brauchen wir nicht. Zum Ausweichen.
Drücke mal Ausweichen A für einen Ausweichangriff. Oh. Egal, ich klopp jetzt einfach mal munter drauf los. So, und jetzt sehen wir auch, dass das Spiel anscheinend auch über mehrere Ebenen geht. Da springen wir einfach mal da hoch. Und knüpfen uns diese Gesellen hier auch vor. Genau. Ja, Mensch. Das war doch schon mal gut. Hier unten ist wieder ein paar Kisten zum Zertrümmern. Und dann heften wir uns an die Teile da oben. Okay, müssen wir zweimal machen.